Kommt die Trommelbremse zurück? Zulieferer Continental will sie jedenfalls wieder reaktivieren. Vor allem für Elektroautos, auch wenn dieser Prototyp noch ein Verbrenner ist. Eigentlich sind die Trommelbremsen an der Vorderachse schon seit fast 50 Jahren ausgestorben. Lediglich an der Hinterachse hat es ab und zu noch getrommelt. Zu hitzeempfindlich, zu aufwendig, mangelnde Spurtreue, nur einige Kritikpunkte. Aber durch die hohe Rekuperationsleistung neuer E-Autos wird die Bremse in vielen Situationen des Alltags nur selten genutzt. Für Scheibenbremsen nicht gerade ein Idealzustand. Auch beim Feinstaub hat die Trommelbremse den entscheidenden Vorteil, denn sie ist in sich geschlossen. Die sogenannte Duo-Servo-Trommelbremse ist das Mittel der modernen Wahl. Der Druckpunkt ist allerdings etwas härter als bei Scheibenbremsen. Unser Fazit lautet dennoch: spannend, wie wenig sich neue Trommelbremsen von aktuellen Scheibenbremsen unterscheiden. Und dieser Prototyp zeigt, dass es funktionieren kann.